auf den Zicke. Ja, hallo, ein Fanatiker! Ja, klar. Jugendarbeit ist Wichtigste, gell, junger Mann? Genau. Kleine Menschen brauchen nämlich Vorbilder, gell? Und ohne meine Fans wäre ich halt nix. Herzlich willkommen, liebe Journalisten! Schön, dass Sie sich versammelt haben. Aber euch ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Bitte sei jetzt respektvoll und fair zum gegnerischen Trainer. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, gell? Weil ich hatte auch ein bestes Gebäude. Herzlich willkommen! Gute Leistung! Ich hab zum Lachen, das ist ganz unhöflich. Verzeihung, nehmen Sie doch bitte Platz. Und nehmen Sie doch gleich einen Schluck vom Sprudel, der ist ganz arg lecker, solange er frisch ist. Gottes Wille! Braucht halt wohl einen Schlapperlatz. So, da wir jetzt alle versorgt sind, kommen wir zum erfreulichen Teil des Sommertreffens. Ja? Ich hab nämlich gewonnen. Ja, und an mich kann nur eure richtige Frage gestellt werden von einem Journalist mit außerordentlichem Kalkül und gewissem Sachverstand. Ja? Wie zum Beispiel, wie kann eigentlich so ein begnadeter Mann von Belz ein richtig geiler Kumpel und ein Boxstar der Cheftrainer zugleich sein? Überragende Frage und die Antwort lautet, ja. Ein guter alter Kumpel von mir und Trainerkollege hat schon mal gesagt, never is have been changing did not a lot not of a winner system. Mhm. Aber eins muss man dem Trainer wirklich lassen. Es war ein ausgleichendes Spiel. Die ersten 45 Sekunden. Aber wenn man dann in einer Viertelstunde halt drei Kisten kassiert, ist ein alles halt nicht mehr drin. Und was sind Sie eigentlich zum Lachen, Herr Pleiderer? Sie Fachidiot. Hätten wir schon einmal gefespert, ne? Kommen Sie ruhig angeschissen aus der Südkurve. Aber selbst meine schlechteste Auswechsler machen mit ihrer kompletten Familie der Okotschatrick im Telefon heißle. Junger Mann. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Sie, Herr Zeissler. Sie Wandervogel. Ob Sie jetzt beim Unterleumlinger Kurier oder beim Blättle schaffen, ist mir scheißegal. Kehren Sie lieber mal vor der eigenen Haustür. Denn Ihre hochverehrte Sylvie geht nämlich nicht jeden Mittwoch zum Aquajogging. Sie können mich alle nichts erzählen. Ich habe schon Pokal der Pokalsieger gewonnen. Da haben Sie alle noch in Ihre Konfirmationskittel geschissen. Freunde der kranken Gymnastik. Das kann jetzt nicht sein. Heute wird wegen jeder kleinen Schaufwunde rumgeholt wie verrückt man. Wenn du mal das Knie aufreißt. Und dann hol doch mal den Lorenz raus. Früher hast du noch den Lorenz geschnappt und hast auf Zurfwunde brunst. Na, war's das. Aber Mittelstrahl, ganz wichtig, da ist Aroma drin. Ja, wenn man das schon wieder hört, was Spieler heute für mal leer hin. Karies, Magen-Darm, Pickel, Vorhautverengung. Ja gut, das Problem haben wir nicht, weil wir haben viele Ausländer mit und der Caprio, Sportpimmel halt, gell? Wo ist der Jockel? Der Torschützenkönig, der Tok-Tok Sual Besi aus dem Gabun, der hat mit Malaria, Ebola und Rucola nur gekickt. Ist dann aber gestorben an Heimweh. Der Herrgott hab ihn selig. Pinte! Hep! Egal. Wir haben ja dir, Ihnen, ein kleines Geschenk mitgebracht. So sieht die Sache doch schon wieder ganz anders aus. Aus der Gewinnerperspektive. So sieht's gut aus. So nett. Voll sexy, der Kerl, hey! Scheiße! Ja, das dürfen Sie auf jeden Fall behalten, nicht für Sie. Was denn? Herr Jockel, habe ich was Falsches gesagt? Ja, so ein schlechter Verlierer! Dann gang halt zurück in der Kongo! Mann! Kannst du nicht sein, der hat sich voll verändert! Der ist richtig dünnhäutig geworden, der Kerl. Apropos dünnhäutig, mir ist zu Ohren gekommen, dass einer meiner Spieler hier als Fettsack bezeichnet wird. Jetzt komm her, du Fettisau, das ist deine Chance. Mhm, das geht gar nicht. Völlig assi, immer auf die Schwache. Ja, wo ist er denn, ha? Hör jetzt auf zum Rumbubler. Nimm mir Fettsack. Mir lieber der Schmelz. Die Kruste. Der Kreis. Masse. Die Speisekarte. Der Minivan!
Der Häcksler. Oh, Häcksel. Maschine. Oder halt sein richtiger Name. Uwe. Aber nie wieder will ich einen Fettsack hören, ja? Nie wieder Fettsack. Nie wieder Fettsack. Nie wieder. Na, also, bleibt fair. Danke.